Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich, dass ich euch heute zu der kleinen, aber feinen Eröffnungsfeier begrüßen darf, die speziell für die Mitarbeiter der Firma PM veranstaltet wird, als Dank für die wochenlangen Bauarbeiten und die Mühe, die ihr in dieses kleine Fitnessstudio hineingesteckt habt, in mein kleines Reich. Ja, ich freue mich wirklich und ich hoffe, das Fitnessstudio gefällt euch. Kommt herein! Ganz toll. Ja, ganz toll. Das schaut wirklich toll aus. So, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein Fitnessstudio nach Maß. Ja, würde ich sagen. Da ist sogar ein Pool. Ja, das ist ganz nett. Das freut mich, dass euch der erste Eindruck. Was reden sollte eigentlich für ein Scheiß zusammen da? Ja, das ist so schlecht, redet nicht mal meine Frau Inge. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Es muss ein bisschen die Aufregung sein. Oder ich habe mir einen Sellerie-Smoothie zu viel gegönnt. Ja, keine Ahnung. Ich bin sicher, dass es ein Smoothie war. Ja, ich glaube, das war nur ein Smoothie. Nein, auf jeden Fall, es freut mich, dass der erste Eindruck gleich so positiv für euch ist. Und bitte, ich habe hier schon gratis Smoothies für alle gerichtet. Ihr habt absolut freien Zugang überall hin. Schaut euch um, probiert die Fitnessgeräte, wenn ihr Fragen habt. Ich bin gerne für euch da. Verwendet den Pool, alles, was euer Herz begehrt. Oh, danke schön. Sehr nett. Oh ja. Ist das ein kalter Pool oder eher so ein warmer Pool? Nein, er ist schon ein bisschen vorgewärmt. Also es ist nicht richtig warm, aber es ist immer so 25, 26 Grad. Ah ja, ja. Also zum Schwimmen passt es. Aber jetzt lasst uns einmal anstoßen, oder? Mit den Smoothies. Ja, sicher. Ja, ich mag aber bitte keinen Smoothie. Ich nehme den mal. Aber das sind nur gesunde Vitamine und Spurenelemente drin. Mit Sellerie und Avocado und rote Rüben. Was ist denn im Blauen drin? Ein bisschen Apfel. Hier ist überall das Gleiche drin. Aber da meine Oma, meine Frau Inge, die stauft mich jeden Tag damit so. Ich habe gedacht, hier kriegt man was Gescheites. Ja, ich kann ihnen auch einen Kaffee anbieten. Na gut, ein Kaffee ist auch in Ordnung. Ich muss mich bitte entschuldigen. Ich kann gleich auch für den restlichen Verlauf dieses Events. Ich muss mich entschuldigen, was alles, was der Opa Erwin von sich gibt, dürfen Sie einfach nicht ernst nehmen. Aha, ja, na gut. Aber lass uns einmal anstoßen, auf jeden Fall. Ja, oh, das ist. Und wie lange wohnen Sie schon hier, Mr. Walter? Ja, schon. Nein, noch nicht so lange. Ich bin eigentlich erst umgezogen und die Nachbarn sind schon ganz okay, ja. Ja, und Ihre Frau, gefällt es ihr hier? Nein, ich hab keine Frau. Außer mein Enkel, mein lieber Enkel, weil meine Frau ist nämlich verstorben und ja. Und der Mr. White und flirtet mit der Fitnessstudio-Besitzerin. Ja, ich bin auch alleine hier. Ah ja. Gut. Naja, egal, gehen wir jetzt mal trainieren. Und ich bin eigentlich hauptsächlich nur da, weil mein lieber Enkel spielt so krasslich Gitarre. Ja. Kannst du dich noch an früher erinnern, Schwester? Wo wir uns am Schulhof verprügelt haben. Ja, das waren immer schöne Zeiten. Und den Wettbewerb haben wir auch immer gemacht, wer der stärkere von uns zwei ist. Machen wir es jetzt auch? Okay, du kannst beginnen. Na Opa Herbert, was glaubst du, wie geht es da aus? Ja, das ist schon eine sehr spannende Geschichte, aber mich hat das Mucki-Training die Angeberalter doch nie so interessiert. Ich bin nicht so der Typ, der so angibt. Ja, ich weiß, ich verstehe es verständlich. Du, ich schau da einfach auf jeden Fall zu, du kannst dich ja mal umschauen. Ja, ich schau mal, ob es ein Klo gibt. Ja, du bist noch einmal gleich da. Ja, du auch. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Na Opa Herbert, was machst du schon wieder hier? Was soll denn das? Sei nicht frech, Steffen, sei nicht frech, okay? Ja, ich wollte nur sagen, Rekordzeit würde ich sagen. Ja, jedenfalls wollte mir so ein Fitnessgerät holen. So ein starkes Fitnessgerät. Ich muss mir meine Mucke ein bisschen verbessern. Die Oma, die Inge jammert nämlich die ganze Zeit, dass ich so ein Schwachmat bin. Das sagt sie wirklich zu mir. Das muss ich mal vorstellen, was das für mich bedeutet. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen auftrainieren. Ich hole mir gleich da so ein schweres Gewicht. Bitte, Opa Herbert, überanstreng dich nicht. Keine Sorge, keine Sorge. Was ist denn das für ein komisches Gerät da? Herbert, ich hab da Top-Neuigkeiten. Nimm deinen Stefan auch mit. Ja, ich komme. Stefan, wo bist du denn? Opa Herbert, ich bin. Au, Opa Herbert, mein Kopf. Stefan, was liegst denn da faul herum? Hat dich ein Fitnessgerät am Kopf getroffen? Opa Herbert, du triffst wieder mal den Nagel auf den Kopf.
musst aufpassen. Ober Herbert, du hast mir direkt ein blödes Fitnessgerät, was eh nicht besonders schwer, aber Gott sei Dank hat es nicht zu wedern, auf den Kopf gedonnert, weil du dich umgedreht hast. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Angeblich soll ich den Stefan mit dem Fitnessgerät, was ich da in der Hand halte, auf den Kopf getroffen haben. Dabei wird er nicht zugeben, dass er sich hingelegt hat und so faul ist. Ober Herbert, komm, wir gehen jetzt dazu machen. Okay, ja. Warte, ich leg nur das Ding zurück. Au, Opa Herbert, das gibt's nicht. Ah, mein Rücken. Jetzt liegt der faule Hund schon wieder herum. Jetzt hab ich Zeugen, dass ich dich nicht getroffen habe, sondern einfach hingeflogen bin. Aber du hast den lieben Herrn Stefan doch Putz getroffen. Ja, Opa Herbert, warum? Zuerst mein Kopf und jetzt mein Rücken. Ah, das kann nicht schlimmer werden. Warte, ich helf dir auf. Nein, bitte. Ich schaff das schon. Können wir jetzt endlich gehen? Ja, können wir. Und komm endlich mal. Aber dass du komm endlich mal. Ja, wir kommen schon. Aber dass du nicht wieder auf die Schnauze fliegst. Jetzt kommt das Finale. Wer wird wohl gewinnen? Ich schätze aus, als würde ich gewinnen, Schwester. Nein, das täuscht du nicht. Was ist denn jetzt da eigentlich? Ja, wegen euch ist der Stefan zweimal hingeflogen. Ja, nicht wegen euch, aber egal. Ja, die Neuigkeit ist, ich und die Melanie, die das Fitnessstudio gehört, werden nächste Woche heiraten. Was? Das ist super! Was? Ihr kennt euch doch erst seit ein paar Tagen, Minuten. Nein, ja, ich weiß, aber... Sag mir jetzt nicht, dass eine tiefe Verbindung zwischen euch besteht. Es steht eine tiefe Verbindung zwischen uns. Aha. Und du bist in deiner Sache sicher, mir ist es eh wurscht. Ja, das ist super. Ich freue mich für dich, mein bester Freund. Halt, ich rette dich. Hallo, wie geht's dir mal gut? Oh, Entschuldigung, der Steffen hat mich geschupft und deswegen habe ich das Gleichgewicht verloren. Opa Herbert, was gibst du mir? Was gibst du mir jetzt die ganze Zeit die Schuld, Opa Herbert? Ja, wenn es so ist. Warte, ich helf dir auf. Komm. Danke. Geht schon wieder. Ach, Gott sei Dank. Aber ich hoffe, du willst mich jetzt trotzdem noch heiraten. Ja, natürlich. Das wird nichts passieren. Gott sei Dank. Was ist denn passiert? Ja, was ist passiert? Ach, nichts. Seid ihr fertig mit eurem Wettbewerb? Ja. Okay, super. Nein, es ist nichts passiert, nur der Nachbar ist in den Pool geflogen wegen... Ja, wegen dir, Stefan, wegen dir. Ja, wegen mir. Ihr wirkt aber schön fertig da, ihr zwei. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Dann braucht ihr jetzt eine Dusche und so wie unsere Zuschauer. Nein, ihr braucht natürlich keine Dusche. Aber wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Und wenn ihr natürlich wissen wollt, wie der Wettbewerb zwischen meinem Chef und der Chefin ausgefallen ist, dann schaut gerne auf unserem Instagram-Account vorbei. Warte kurz, Chef. In unserer Videobeschreibung verlinkt, da findet ihr natürlich auch den Link zu unserem neuen Shop, wo ihr alle Fanartikel von uns findet. Ja, und wenn ihr zu unserer Hochzeit kommen wollt, zu meiner und von Mr. Whitey, dann sagt mir Bescheid, wir laden euch alle ein. Ja. Und wenn ihr den Opa Herbert auch wieder mal sehen wollt, dann drückt er rechts oben, da ist nämlich ein Abonnierknopf, ein Button, da abonniert ihr uns, da verpasst ihr kein Abenteuer mehr von mir. Ja, von mir nämlich. Und von uns. Nein, es heißt Familie Putz, Opa Herbert, nicht Opa Herbert. Ja, schön wär's, na egal. Auf jeden Fall, tschüss. Tschüss.